eine Symptomatik für unheilbar zu erklären, ist sowas wie die Lizenz zum Gelddrucken. Und wenn man sich umschaut in Deutschland, dem Land der Pharmaindustrie schlechthin, haben wir etliche Symptomatiken, die als unheilbar erklärt werden und ja, wo die Medikamente dann, ne, immer wieder weiter steigen. Und ja, ich möchte da nicht zu tief einsteigen, aber ist das wirklich wahr? Oder ist das sowas wie Voodoo? Ja, also dass man den Menschen einimpft, das ist unheilbar. Und deswegen musst du dich damit zufrieden geben, die Pillen bis zu deinem Lebensende zu nehmen. Die Sandra Weber ist mal wieder im Studio und sie hatte Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und auch Hashimoto gilt in Deutschland und oder weltweit als unheilbar. Aber ist das wirklich so oder nicht? Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und ich bin gespannt, was Sandra über Hashimoto erzählt hat. Jetzt geht's los. Sandra, das war ja im Prinzip dein Einstieg, überhaupt dich auf den Weg zu machen, sowas wie Selbstheilung, Selbstheilungskräfte zu entdecken. Was sind die Bedingungen dafür? Magst du ein bisschen erzählen? Danke, ja. Also auf körperlicher Ebene war das mein Einstieg. Ja. Vorher hatte ich mich mit vielen, vielen anderen Dingen aus ganzheitlicher Sicht schon beschäftigt. Also diese ganze Beziehungsthematik, Seelenplan und so weiter, das war schon alles im Feld. Aber ich bin dann mit Anfang 20 mit Hashimoto konfrontiert worden. Und das hat mich da auf jeden Fall noch voll auf den Weg gebracht. Ja, auch zu sehen, hey, beim Körper ist nicht Schluss. Du kannst nicht nur im Feinstofflichen was machen, im Geistigen, da Themen transformieren, sondern du kannst wirklich auch tiefer reinkommen in den Körper, wenn du wirklich beharrlich auch bist. Ja, also ich habe das wirklich meinem beharrlichen Wesen auch zu verdanken, dass ich damals nicht einfach die Diagnose angenommen habe und gesagt habe, okay, jetzt nehme ich halt mein Leben lang Medikamente und habe mit einigen Einschränkungen zu leben, sondern unheilbar, das war für mich einfach nicht wahr. Mhm. Es war einfach zutiefst nicht wahr. Ja? Ich wusste zwar noch nicht, wie ich es machen soll, aber irgendwie war der Entschluss da, nein, ich werde diese Medikamente ganz sicher nicht mein Leben lang nehmen müssen. Ja. Ich werde einen Weg finden. Und wie äußerst dich Hashimoto? Magst du vielleicht für die Menschen, für die das wirklich jetzt Neuland ist? Also bei mir war es tatsächlich damals so, dass ich es an extremer Müdigkeit gemerkt habe. Mhm. Also gerade diese Phase des Ausbruchs, das ist oft auch so eine klassische Phase, die sich über mehrere Wochen hinzieht, wo es einem ganz bescheiden geht, ja, bis es sich dann einigermaßen wieder einspielt. Auf ein Level, das zwar nicht toll ist, aber wo du schon froh bist, dass diese erste Phase vorbei ist. Und bei mir war das so, dass ich extrem müde war. Also ich war eigentlich gar nicht mehr fähig, normal zum Arbeiten zu gehen. Ich hatte, ja, war völlig schwach. Ich hatte damals eine Wohnung im ersten Stock, paar Stufen hoch, habe mich gefühlt wie 90, habe geschnauft, hatte Schweißausbrüche und konnte mich nur noch hinlegen zu Hause. Und dann folgten Und dann folgten diverse Untersuchungen. Die haben erst ergeben, ja, irgendwie Leberwerte waren außer Rand und Band, Cholesterin auch und Schilddrüsenüberfunktion. Mhm. Ein Arzt war erstmal ratlos, hat mich noch zum EKG geschickt, Langzeit-EKG. Da kam dann noch raus, ich habe Herzrhythmusstörungen.
Das gehört aber alles dazu. Mhm. Ja, also das sind diese Symptomansammlungen der Hashimoto. Aber damals hat es noch keiner erkannt, weil sie ist eigentlich erst heute richtig bekannt. Und das ist ja jetzt 25 Jahre her. Ja. Da war noch keiner so weit. Ja? Also ich wusste gar nicht, was ich habe. Niemand hat mir gesagt, was ich hatte. Das habe ich erst 15 Jahre später erfahren. Und ja, beim nächsten Bluttest, ein paar Wochen später, war dann auf einmal Schilddrüsenunterfunktion, vorher Überfunktion. Die Leberwerte waren wieder ganz anders und Cholesterin hatte ich auf einmal keins mehr. Und also alles ein völliges Durcheinander. Und ich weiß noch, wie damals der Hausarzt ratlos gesagt hat, also ich weiß auch nicht, mal Überfunktion, mal Unterfunktion, wir lassen das jetzt einfach mal. Es war vielleicht mein Glück. Mhm. Dass ich da nicht gleich groß therapiert wurde, weil ich hatte eine Form von Hashimoto, die zwar auch in Wellen verläuft, also Hashimoto kommt oft in so Schüben, aber ich konnte damit leben. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich noch viel, viel mehr drunter leiden. Ja? Mhm. Bei mir, ich konnte ein Level halten. Ich habe zwar nie dann zu den ganz Fitten gehört, die unbedingt nach 9 Stunden Arbeit noch ins Fitnessstudio mussten oder zum Volleyball oder sonst wohin. Also gerade auf körperlicher Ebene. Ich habe auch zugenommen. Der Gesundheit ist es gar nicht zuträglich, diese Krankheit. Also die Haare werden stumpf. Viele Frauen haben auch Haarausfall dann. Also warum sage ich Frauen? Diese Krankheit haben 9-mal mehr Frauen als Männer. Und inzwischen ungefähr 10% der deutschen Bevölkerung haben überhaupt Hashimoto. Dunkelziffer natürlich unbekannt. Aber Schilddrüsenerkrankungen sind absolut auf dem Vormarsch, ja. Und das ist schon alles bemerkenswert, ja. Das fand ich dann damals auch. Also wie gesagt, ich habe erst viele Jahre später diese wirkliche Diagnose erhalten, konnte dann aber sofort rekonstruieren, wann es ausgebrochen sein muss. Und dann bin ich ganz konkret dran. Dann hatte ich schon Teki, ich hatte schon meine Tools und ich habe einfach gesagt, das wird jetzt gelöst, das wird geheilt. Ja. Also es ist ja immer ein bisschen tricky, von Heilung zu sprechen. Das dürfen wir ja gar nicht. Ja. Deswegen vielleicht da auch noch ein paar... Das ist so grotesk. Ja, ja dass da Gerichte sich einspannen lassen, um Menschen, die anderen geholfen haben, ne, und das sozusagen auch propagiert haben, dass die verknackt werden, ja, während ja, die Nebenwirkungen von pharmazeutischen Produkten schon im Studium gelehrt werden, dass man diese Nebenwirkung mit einem anderen Medikament wieder reduzieren kann und sonst so was. Also unglaublich, unglaublich. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Wenn ich von Heilung spreche, dann spreche ich davon, den ganzheitlichen Fluss wiederherzustellen. Mhm. Wir können uns einfach vorstellen, Energie fließt immer durch uns und je freier und kraftvoller sie fließt, umso gesünder und fitter sind wir. Klaro. Und wenn sich Energie irgendwo verdichtet, dann hat das einen Grund. Ja, das ist dann wie wenn es da immer mehr reingeht, wie so ein Knoten. Ich nehme das auch immer ein bisschen dunkler wahr und die Bahnen sind nicht mehr frei. Und das kann mal kurzzeitig sein, weil man einen Unfall hatte oder weil man gerade von mir aus in einem Chakra ein Thema hat, ja, das sich dann nach ein paar Tagen wieder löst und dann ist auch, sind die Bauchschmerzen zum Beispiel wieder weg oder die Kopfschmerzen oder was auch immer. Es kann sich aber eben auch so sehr verdichten aus mehreren Richtungen, dass es nicht so einfach sich lösen lässt. Und da kommen wir eben energetisch dann ins Spiel, zu gucken, was sind das für Verdichtungen, was sind das für Themen da drin? Sind es vielleicht auch mehrere, dürfen wir aus verschiedenen Richtungen hinschauen? Familie, Beruf, Körper, Vergangenheit, Traumen. Es gibt so vieles, wo man hinschauen darf, ja. Und wie können wir das alles erlösen und wieder in den Fluss bringen? Das ist dann für mich Heilung. Wenn es wieder fließt, ist diese Stelle entzerrt. Und bei Hashimoto ist es ja der Hals, die Schilddrüse. Und aber auch die andere Ebene noch, das Immunsystem. Weil Hashimoto ja eine Autoimmunerkrankung
Erkrankung ist. Also das muss immer noch mit beleuchtet werden. Also wo der Körper gegen sich selber kämpft. Genau. Ja. Also Heilung heißt für mich nicht, ich werfe eine neue Pille auf den Markt oder irgendein Wunderheilmittel, sondern Heilung ist sehr individuell. Was hat dich in diesem Bereich begrenzt, verdichtet? Und wie kommen wir da jetzt wieder in den Fluss rein? Ja. Ja? Hast du, darf ich da vielleicht mal so eine Klammer aufmachen? Hast du eine Idee, wenn so viele Menschen und dann vor neun, also wie war das jetzt der Anteil? Neunmal mehr Frauen. Neunmal mehr Frauen. Dass das ein Frauenthema ist? Also sprich, wir erleben ja seit Jahrzehnten einen Angriff auf die Weiblichkeit. Ja. Auf die Weiblichkeit der Weiber. Sie wurden in den Beruf gedrängt. Sie wurden von ihren Kindern getrennt. Also, ja, müssten mit den Männern konkurrieren an den Arbeitsplätzen und schön Steuern bezahlen. Ich sag mal, genau. Um mal nur so plakativ, sag mal, also ein Angriff auf die Weiblichkeit. Ja, das ist eines der sieben Schlüssel, einer der sieben Schlüssel, die ich ausgearbeitet habe. Genau. Also vielleicht dazu noch, in meinem Prozess, ich habe es geschafft, innerhalb von 8 Monaten die Gründe, die bei mir da waren, dass die Hashimoto entstanden ist, die ganzen Ursachen aufzudecken, zu transformieren und mir per Bluttest die Heilung bestätigen zu lassen, die auch bis heute ist. Ja. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren geheilt. Ja. Heil heißt ja einfach nur wieder in die Ganzheit zurückgekommen. Wollte ich gerade sagen, whole. Genau. Ja, whole im Englischen heißt ganz. Und heil, ich bin heil, dann heißt das, ich bin wieder ganz. So wie die Wunden heilen und dann bin ich wieder ganz. Dann ist die, Und Shalem, das hebräische Wort Shalem, Shalom ist Frieden. Yeah. Und Shalem heißt eins sein, ganz sein. Mhm. Also mit sich in Frieden kommen ist Heilung. Ganz ist genau. Ganz sein. Okay. Und das meinen wir auch, wenn wir hier das Wort Heilung in den Mund nehmen. Ich habe mir tatsächlich in dem Prozess auch überlegt, brauchen wir ein neues Wort für Heilung? Weil Heilung so behaftet auch ist. Ja. Auch mit Heilungsenttäuschungen. Vor allen Dingen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es immer die Lösung ist, neue Worte zu finden. Manchmal ist es gut. Und manchmal dürfen wir auch Worte wieder erlösen und ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder zuführen. Und Heilung ist wirklich ein schönes Wort, wenn wir es wieder richtig gebrauchen. Ja. Und damit nicht meinen, wir greifen unseren Körper an, töten irgendwas und eliminieren was und schneiden raus. Das sind invasive Angriffe und das ist keine Heilung. Ja. Das ist höchstens Schadenbegrenzung. Also, als das bei mir durch war, war ich natürlich schon sehr begeistert, dass es so funktioniert hat und bin damit aber dann noch nicht raus, weil du kannst ja nicht ein Heilversprechen jemandem geben. Das geht nicht. Ja? Jeder Fall ist individuell und ich wollte natürlich erst auch mal wissen, funktioniert das so auch bei anderen? Mhm. Also mit den Themen, die ich für mich erarbeitet habe, gelten die jetzt für alle Hashis? Also die Hashimoto-Erkrankten nennen sich selber Hashis meistens. Okay. Mhm. Ganz im Gegensatz zu den Hachi. Hachi ist, wenn du eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hast. Also. Dann darfst du dich Hachi Alef Oma, kennst du? Hachi, Hachi, du hast die Hatsch gemacht, also nach Mekka. Kenne ich nicht, nee. Wusste ich nicht. Okay. Ja. Wieder was dazu Hachi. Gelernt. Die Hachis. Genau. Magst du zumindest skizzieren, welche Themen sich da sozusagen verdichtet haben bei dir? Genau. Also diese Themen tatsächlich durfte ich dann an einigen Hashis testen und habe gemerkt, die treffen immer. Ja. Die treffen immer, die treffen auch nicht Hashis. Also viele haben jetzt dieses Seminar, das ich da entworfen habe, Hashi Adieu, haben das gemacht, die gar kein Hashimoto hatten, die einfach nur gerne dieses Seminar machen wollten für ihre Kinder oder für wen auch immer.
oder weil sie selber therapeutisch wirken und diese Tools wollten. Und die haben teilweise rückgemeldet, Sandra, du hast mich mitten ins Herz getroffen, es war, als hättest du das Seminar für mich geschrieben. Also das sind schon teilweise Themen, die noch viel mehr Menschen betreffen. Ja. Aber gerade in ihrer Kombination, wenn sie sich da verdichten, dann verdichten sie sich eben hier, da kann es nicht mehr fließen und die Schilddrüse meldet dann eben mit all diesen Symptomen, dass hier was nicht in Ordnung ist. Ja. Und es sind zum einen... habe ich einen kleinen Teil Körperliches, was einfach auch angesprochen und verändert werden darf. Also bei mir war es damals zum Beispiel so, ich hatte kurz vor dem klassischen Ausbruch damals eine Hepatitis-Impfung bekommen. Die wurde mir auch als Ursache gezeigt. Also da darf man auch an Ausleitung denken, um das ja wirklich wieder ganzheitlich in Ordnung zu bringen, wenn man da vielleicht starke Schwermetallbelastungen oder was auch immer hat. Da sind viele Gifte drin, von denen uns nichts vorher erzählt wird, ja, in diesen ganzen Spritzen. Und dann hatte ich auch ein paar Amalgamplomben im Mund, schon seit meiner Kindheit. Und da wissen wir ja auch inzwischen, was da los ist. Genau, also ich hatte auch eine gewisse Quecksilberbelastung. Und es war damals eben noch so. Inzwischen ist das alles saniert, aber das war eben damals noch so. Und da darf man einfach dran denken, auch den Körper zu entgiften, von den Schwermetallen zu befreien. Wirklich, also das kann schon sehr, sehr viel ausmachen. Dann der Strahlung fernbleiben. Also diese ganze Hochfrequenzstrahlung ist einfach ein Thema allgemein in Sachen Gesundheit. Aber ganz insbesondere, wenn unsere Drüsen melden, weil die Drüsen sind sozusagen die körperlichen Entsprechungen der Chakren. Die Chakren sehen wir nicht mit dem bloßen Auge, das sind aber sozusagen die Eingangstore, die Energiefelder dann auch, die sich dann immer mehr ins Grobstoffliche rein manifestieren, in den Körper praktisch ins Manifeste gehen. Und das ist über die Drüse dann in die weiteren Organe rein. Also die Drüse ist sehr, sehr sensibel, will ich damit sagen. Ja, die ist viel sensibler als andere Organe. Und wir haben dann hier praktisch das Halschakra. Ja, ja. Also vom Thema her dieser ganze Bereich Kreativität, Selbstausdruck und so weiter. Und wenn da die Drüse meldet, hat das natürlich seinen Sinn und seinen Grund. Das kommt dann nachher bei den Schlüsseln. Und die Strahlung stört unsere ganzen Chakren enorm und damit auch die Drüsen. Und die Schilddrüse gehört zu den Drüsen, die ganz stark kalibrieren. Okay. Also die kalibriert für den ganzen Körper, für das ganze System immer wieder, dass alles gut eingestellt ist und dass alles gut funktioniert, den ganzen Stoffwechsel. Und deswegen hat die sowieso heutzutage schon viel mehr zu tun als noch vor 100 Jahren. Wir haben wirklich viele, viele Reize, die wir früher nicht hatten. Ja. Und viel mehr Künstliches, viel mehr Lebensfeindliches. Ja? Und da hat die Schilddrüse arg damit zu tun. Also so Strahlungsfelder, auch mit der Ernährung kann man schauen. Das erkläre ich dann alles eben in diesem Seminar auch viel genauer. Da können wir nicht auf jeden Punkt eingehen. Klar. Ein wichtiges ist noch der Diagnoseschock. Also wenn du so eine Diagnose bekommst, ja, von wegen unheilbare Krankheit, ein Leben lang Medikamente nehmen, immer höher dosieren, das ist ein Schock, das ist ein Trauma. Und das sollte unbedingt als erstes transformiert werden, bevor wir überhaupt dran denken, wieder in einen Heilungsweg zu gehen. Ja. Ja, dann kann man sich auch immer fragen, was ist der Wert der Krankheit? Also warum habe ich mir das erschaffen? Was will mir das zeigen? Wo ist vielleicht auch der Vorteil davon? Auf was mache ich aufmerksam? Ja, da kommen manche auch schon tief in ihr Leben rein, mal von dieser Seite aus zu beleuchten. Und dann können wir die Krankheit auch erstmal annehmen. Ja, weil das ist der Ist-Zustand. Ja. Und es ist immer wichtig, immer bei jedem Thema, egal um was es geht, dass wir erstmal akzeptieren, das ist im Feld, in meinem Feld. Das habe ich erschaffen. Mhm. Nicht bewusst, nicht willentlich,
Ich wollte es nicht. Gefällt mir jetzt auch nicht besonders, ja, was ich da erschaffen habe, aber es kann niemand anderes erschaffen haben als ich, weil es ist ja mein Feld. Ja. Und da bin ja ich König oder Königin. Und in dem Moment, wo wir diesen Ist-Zustand und unsere Kreation, in dem Fall die Krankheit, akzeptieren, halten wir unser Feld, halten wir also auch die Macht. Die Macht zur Veränderung. Ja. Weil wenn ich akzeptiere, ich habe es erschaffen, dann akzeptiere ich ja gleichzeitig, dass ich es auch verändern kann. Ja. Dass ich es auch heilen kann. Also ne, das Annehmen dessen, was ist, ist der erste Schritt zur Veränderung. Ja. Genau. Und dann hört es auch auf mit dem Verantwortung abgeben. Mhm. Natürlich kann man jemand dein Blut abnehmen und die Werte deuten, wie auch immer. Auch da dürfen wir noch mehr in die Verantwortung gehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir wissen einfach, andere können mir helfen, können mich begleiten, beraten, betreuen. Aber ich bin derjenige, der die Krankheit erschaffen hat. Also bin auch ich der, der sie heilt. Sie ist in mir entstanden. Wie könnte die Heilung von außen kommen? Ja. Und es ist einfach eine Art zu denken auch schon von vornherein, die uns abtrainiert wurde. Klar. Wir sind in unserer Generation größtenteils so aufgewachsen, wenn du was hast, gehst du zum Arzt. Und der ist der Experte. Der gibt dir was, der weiß, was zu tun ist. Ja. Du kannst es nicht wissen. Ja. Und da erhoffe ich mir auch wirklich für die nächsten Generationen wieder viel mehr Bewusstsein, viel mehr Kommunikation mit dem eigenen Körper, viel mehr Klarheit, was der meldet. Ja. Ja, wir sind da gerade in einem schönen Übergang. Ja, das sind sozusagen die körperlichen Themen, ja, die man da so zusammenfassen kann. Also Hashimoto ist auch, hat viel mit Hitze zu tun, weil es ja eine Entzündung ist. Es ist eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Okay. Und Entzündungen stehen immer für Unterdrücktes, unterdrückte Wut, unterdrückter Zorn. Mhm. Ja, also das ist ganz viel Feuerenergie, die da nicht raus darf und die sich irgendwo Platz machen will, die sich hier staut. Ja. Und da darf man sich auch immer natürlich anschauen, wo erzeuge ich sonst womöglich noch zu viel Feuer, sodass ich das gar nicht mehr abbauen kann. Also zum Beispiel mit der Nahrung. Weißt du, es gibt erhitzende Lebensmittel oder auch Tabak, Alkohol, aber auch so Sachen wie Kürbis oder Scharfes. Das erhitzt alles. Ja. Und dann gehst du womöglich noch in die Sauna oder machst richtig harten, schweißtreibenden Sport, ja. Und das eskaliert die Lage natürlich immer noch mehr. Also Haschis sollten eher moderaten Sport machen, sollten sich nicht zu sehr überhitzen, sollten da mehr auf ihren Körper hören, ja. Es fühlt sich auch in der Regel gar nicht gut an, für einen Haschi so stark Sport zu machen. Sie machen es dann eher, weil sie vielleicht zugenommen haben. Wegen der Unterfunktion, ja. Ja. Oder aus anderen Gründen. Und es ist dann eben kontraproduktiv oft. Genau. Ja, und dann habe ich auf geistig-seelischer Ebene 7 Schlüssel erarbeitet. Und die können wir jetzt nicht alle besprechen. Ich würde lieber bei 1, 2 vielleicht in die Tiefe gehen. Ja. Und ein wichtigen Punkt dabei ist, also das Thema, ja? Du hast das, wenn du sagst, die 7 Schlüssel hast du sozusagen bei dir entdeckt. Mhm. Und dann verifiziert, also nochmal bist sicher gegangen, ob diese 7 Schlüssel eben auch anwendbar sind bei anderen Menschen. Genau. Aber das habe ich richtig verstanden. Genau, das hast du richtig verstanden. Ja. Und so ist das entstanden, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, wenn es so gut funktioniert, dann möchte ich damit auch raus, möchte das den Menschen auch anbieten. Und so ist dieses Seminar dann auch entstanden. Ja. Wo wir das gemeinsam praktisch alles in der Tiefe beleuchten und auch transformieren. Also bei meinen Seminaren sind immer auch die Transformationen mit drin, als geführte Meditationen, was wirklich Selbsttherapien sind. Ja. Also da Meditation ist fast zu wenig gesagt. Das geht wirklich tief. Einer dieser 7 Schlüssel ist das Thema Freiheit. Also die Schilddrüse wird oft auch die Schmetterlingsdrüse genannt, weil sie die Form eines Schmetterlings hat. Und der Schmetterling wiederum ist ein Symbol für Freiheit und auch für Metamorphose. Metamorphose, ja, vor allem. Und auch Leichtigkeit.
Die kommt auch oft den Hashis abhanden, die Leichtigkeit. Und ja, da habe ich so reflektiert und herausgefunden, ganz vielen Frauen kommt die Hashimoto ins Leben oder verstärkt sie sich oder reaktiviert sie sich bei hormonellen Umstellungen. Und es sind ja immer auch lebensverändernde Umstellungen. Und ganz oft ist es eben zum Beispiel nach der Geburt. Eines Kindes. Eines Kindes, genau. Und wenn wir uns da mal diese, also die Schulmedizin begründet das dann einfach hormonell. Da stellen sich die ganzen Hormone um und deswegen gibt es da eben wieder einen Schub. Warum auch immer, ist egal, hormonell. Und ich habe mir mal diese Phase angeschaut, weil bei mir war es auch so, dass die Hashimoto damals nach der Geburt meines ersten Sohnes hervortrat. Davor habe ich jahrelang gar nichts davon gemerkt. Und das ist natürlich auch eine Phase, wo die Frau, wie du vorhin sagtest, erst wird sie in den Job reingedrängt, dann wird sie, ja, dann soll sie das Kind am besten so schnell wie möglich wieder abgeben, damit sie wieder zum Arbeiten kann und so weiter. Also es hat schon mit dem Thema überhaupt Weiblichkeit zu tun, mit dem kollektiven Thema. Aber es geht auch wirklich in diesen persönlichen Raum rein, immer irgendwo unter Druck zu sein dann. Weißt du, dieses Muttersein jetzt gar nicht so richtig entfaltet leben zu können, sondern ich sollte schon wieder und in 3 Monaten muss ich aber wieder bei der Arbeit sein oder in einem halben Jahr muss ich abgestillt haben, weil dann geht's wieder los. Ja. Oder wie auch immer, das macht bei vielen Frauen was. Ja? Also hier in der DDR war es, meine Nachbarin sagte jetzt, sie sei mit 3 Monaten in die Krippe gekommen. Und da war sie noch ziemlich spät dran. Ja, ja, genau. Das ist schon gerade Mode, wird ja auch drauf gedrängt und ist überhaupt nicht empfehlenswert aus vielen Gründen, aber das ist heute auch nicht das Kernthema. Es kommt aber auch noch hinzu, dass die Frau natürlich nach der Geburt extrem unfrei ist. Sie kann ja gar nirgends mehr hin ohne dieses Kind. Ja? Sie kann sich nicht lange entfernen. In der Regel stillt sie, ja, wird immer gebraucht, Tag und Nacht. Sie kann nicht mal einfach einen Tag weg sein oder mehrere Stunden oder womöglich sogar in Urlaub einfach so spontan. Es sind ganz viele Dinge, die vorhin selbstverständlich waren, sind jetzt eingeschränkt. Mhm. Das heißt, eine Einschränkung der Freiheit. Und damit werden oft alte Themen getriggert. Auch aus der Vergangenheit, ja, dass vielleicht die Mutter sich unfrei gefühlt hat, dass in der Ahnenlinie dieses Thema verwurzelt ist oder dass man in der Kindheit schon sehr fremdbestimmt zum Beispiel wurde durch sehr strenge Eltern, die einem immer vorgeschrieben haben, was man zu tun hat, Gitarre, Klavier lernen, Nachhilfe, diese Freunde nicht, die sind besser und so weiter. Also das kann zum Beispiel so eine Vorgeschichte sein für eine Frau, die sich dann irgendwann die Freiheit erkämpft hat und jetzt wieder nach der Geburt in der zumindest gefühlt wahrgenommenen Unfreiheit ist. Dass sich etwas reaktiviert und damit eben auch so verdichtet, dass diese Krankheit entstehen kann oder gestärkt wird. Wieder einen Schub gibt sozusagen. Das ist, wenn du von Unfreiheit sprichst, ich habe jetzt gerade die Mutter von 8 Kindern. Die würde das nie denken. Ja. Ja, also das Kind ist 24 Stunden bei ihr. Das Wort Unfreiheit würde sie gar nicht assoziieren. Also, es ist tatsächlich, also da ist ja ein Widerstand. In unserem Kulturkreis auch so. Es ist unser Kulturkreis, dass wir das so benennen. Ja. Ja, Kinder sind sowas, ein Himmelsgeschenk. Ja, und wir assoziieren es mit Unfreiheit. Das ist vollkommen hirnrissig eigentlich. Ja, also, Es ist wir erzeugen eine einen Widerstand, der, es ist ein Makel. Frei sein, jederzeit das tun, ne, was du willst und sonst was. Und da ist ein Kind, komm, wir nehmen dir das. Wir nehmen dir das ab, die Sorge darum, damit du wieder frei sein kannst. Oh, das ist ja fast diabolisch. Okay, also es ist gemacht, es ist hergestellt, Weil du hast das eben so dargestellt, ne? Das ist die Unfreiheit. Ja, die Gefühle. Aber das ist doch nur eine Form, wie man das betrachtet oder interpretiert. Natürlich.
Und das weil wenn ist du wirklich im natürlichen Fluss bist, ja, auch als Mutter, dann ist jede Minute ein Geschenk, auch nachts, egal ja, wann. Ja? Ja. Und dann weißt du genau, dieses Kind braucht so und so lange, bis es immer selbstständiger wird. Und ja, ihr seid ein Team. Ja. Ihr spürt selber, wann wieder auf beiden Seiten loslassen angesagt ja, ist und eigene Wege und so ja, weiter. Ja? Aber wenn ich im Widerstand bin, klar. Genau. Ja. Und dieser Widerstand wird ja kollektiv hergestellt und hat eben sehr, sehr viele Mütter dann erfasst. Ja. Ja. Okay, das ist spannend. Also Sozialmediziner, aufgepasst. Also, was heißt Sozialmediziner? Aber ja, wenn du sagst 10% und dann davon 9-mal mehr Frauen. Und das nur offiziell. Also wir wissen genau, ja, die Dunkelziffer ist immer viel, viel ja, höher. Bei mir war praktisch 15 Jahre keine ja, Diagnose da. Ja. Und ja, doch hatte ich es. Ja. Ja. Also das kann sich schon ganz schön ziehen. Ja. Und der andere Schlüssel, und ich glaube, da kannst du auch viel dazu sagen zu diesem Thema, weil du ja auch dein Buch geschrieben hast über diese Notprogramme, die ja, ein Mensch schon sehr früh unter Umständen anlegt. Das ist zu früh in die Verantwortung kommen. Und das kann sich wirklich ganz, ganz stark auf diese ganze Hashimoto-Thematik niederschlagen. Also das ist einer der starken Schlüssel, okay, die unbedingt beleuchtet werden dürfen. Das bedeutet, also die Schilddrüse steht für Reifung, für natürliche Entwicklung. Und eine natürliche Entwicklung bedeutet, pro Alter kann einem nur etwas Bestimmtes zugemutet werden. Ja? Ja. Und ansonsten brauchen wir noch kompetente Begleitung, wenn da mehr ist. Wenn wir auf einmal mit einem großen Schicksalsschlag zum Beispiel konfrontiert sind, mit einer Scheidung der Eltern, wenn wir noch klein sind oder mit einem Todesfall, mit einer Krankheit, was auch immer, Naturkatastrophen, es kann vieles ja, sein, dann brauchen wir Hilfe von kompetenten, bewussten Erwachsenen, die wissen, wie sie uns da jetzt gut durchführen können. Und wenn wir die nicht haben, weil die vielleicht mit sich selber so viel zu tun haben oder wie auch immer, dann legen wir Notprogramme an. Mhm. Und oft ist so ein Notprogramm eben, ich muss mich um mich selber kümmern, weil zum Beispiel der Papa ist weg und die Mutter, die weint nur. Der kann ich das gar nicht mehr zumuten. Also ein Kind riskiert sozusagen sein Recht auf natürliche Entwicklung, auf altersgerechte Entwicklung und stellt es zurück zugunsten einer noch viel, also der Verhinderung einer noch viel größeren Katastrophe, nämlich zum Beispiel, dass alles zusammenbricht, ja, dass die Mutter gar nicht mehr kann und dann alles noch schlimmer wird. Ja? Oder es muss sich auf einmal um die Geschwister kümmern. Oder mehr um sich selbst oder womöglich wirklich um einen Elternteil. Ja? Und das bedeutet, dieses Kind macht in diesem Thema, auf dieser Ebene eine Blitzreifung. Ja. Da muss alles viel schneller gehen, da muss es schneller in eine Kraft reinwachsen, zu der es vielleicht aber noch gar nicht alle Komponenten gesammelt hat. Und andere Bereiche treten aber eher zurück dann. Die können sich dann jetzt nicht so schnell mitentwickeln. Und das bedeutet einfach eine energetische Verzerrung des Systems. Und diese Notprogramme, die werden eventuell ein ganzes Leben lang gelebt. Und so ein Notprogramm ist oft eine Verantwortungsübernahme, eine ja, fast schon Bemutterung von jemand anderem, also ein unbedingt helfen wollen. Damit kompensiert das Kind eigentlich nur, dass es sich selbst gerne angelehnt hätte, dass es selbst gerne bemuttert worden wäre jetzt. Aber das gab es nicht. Ja. Also hat es selbst diese Rolle übernommen und agiert es eventuell, wenn es unbewusst ist, ein ganzes Leben lang aus und versteht gar nicht, warum. Mhm. Und hat immer ein energetisches Ungleichgewicht dadurch am Start. Du hast mir gerade ich merk's, ja. Was über mich erzählt, ja. Mhm. Du weißt das. Du hast das auch noch bewusst gemacht. Okay. Ja, weil das ich gehört einfach Zeit, dazu. Hey, wovon redet ihr? Das ist ja 1:1, wie ich eine Blitzreifung, Verantwortung für die Mutter und.
alles erlebt habe, dann bin ich ja froh, dass ich von dieser Symptomatik jetzt nicht erfasst werde oder wurde oder mir die geschaffen habe. Ich habe mir dann andere Sachen geschaffen. Ja, okay. Ja. Und diese, also auch da bewusst werden und dann in die Transformation. Genau, also es geht bei Hashimoto wirklich darum, die Schlüssel helfen, einfach zu gucken, ist das bei mir so? Ja. Kann ich da was assoziieren? Ja. Und dann wirklich an den Ursprung zu gehen. Und der ist natürlich immer individuell. Mhm. Der Schlüssel ist allgemein. Diese 7 Schlüssel, kann man wirklich sagen, gelten für die meisten Hashis. Zumindest ein paar davon greifen immer. Ja. Aber was wirklich der individuelle Ursprung war, ob es war, dass du für die Mutter Verantwortung genommen hast oder für die Geschwister oder früh ausgezogen bist, zu früh, weil es zu Hause chaotisch war oder was auch immer. Das ist wirklich komplett individuell. Das darf jeder selbst für sich beleuchten, sich dahin führen lassen zu diesem Ereignis und das eben transformieren und auch solche Programme, die man sich da selber geschrieben hat, um diese Zeit gut zu überstehen, die auch wieder zu neutralisieren, zu entlassen aus dem Energiesystem, zu sagen, hey, danke, du hast mir wirklich gedient in dieser Zeit. Wer weiß, wie es sonst gelaufen wäre. Ich habe es Überlebensprogramm. Ich habe es überlebt, ja. Aber jetzt möchte ich aus dem Überlebensmodus raus und wieder in den Lebensmodus rein. Ja. Und es bedeutet ja auch für uns, für unsere Zellen, dass die wieder in den Lebensmodus gehen können. Okay. Unser ganzes System geht dann nicht mehr in den Überlebensmodus, Notprogramm, sondern in den Lebensmodus. Und das befreit einfach enorm hier. Ja. Ich glaube, das gilt für Millionen von Menschen. Ja. Die zum Glück nicht alle Hashimoto bekommen haben. Nein. Aber ich meine jetzt, also mit dem Überlebensmodus, im Überlebensmodus leben und gar keine Ahnung haben, wie sich der Lebensmodus anfühlt. Ja, also, sind zu wünschen. Und ja, ich denke, dass das, was du jetzt sozusagen für Hashimoto da rausgefunden hast, auch übertragbar ist auf andere Symptomatiken. Ja, auf jeden Fall. Also diese Schlüssel sind ganz, ganz wertvoll. Ich bin da richtig glücklich, dass so aufdecken zu können und da wirklich viel an die Hand geben zu dürfen. Ja. Also auch Autoimmun, das ist so ein großes Feld geworden. Weißt du, Autoimmun, das bedeutet ja, ich gehe gegen mich selbst. Mein Immunsystem identifiziert etwas als Feind und geht auf meinen eigenen Körper. Ja. Und das gibt es ja wieder auf verschiedenen Ebenen. Bei Hashimoto bedeutet es, du zerstörst deine eigene Schilddrüse, dein eigenes Selbstausdruckszentrum auch hier. Ja? Also warum? Warum tust du das? Ja. Zum Beispiel Lupus oder so, was auf die Haut geht oder was auf die Knochen geht, diese Autoimmungeschichten, das sind ganz andere Themen wieder. Aber man geht immer gegen sich selbst. Und bei Hashimoto zum Beispiel kann man sich fragen, warum versuche ich, mich hier zu zerstören? Warum gehe ich auf eine Ebene, dass ich mich selbst nicht ausdrücken darf? Mhm. Habe ich das vielleicht schon mal getan und es ist schiefgelaufen? War das ein Trauma? Wurde ich bestraft dafür? Ja. Wurde ich bestraft? Ja. Wurde mir schon von klein an beigebracht, dass ich das nicht darf? Sitzt das noch so tief? Mhm. Habe ich schlimme Erfahrungen damit gemacht? Oder bin ich vielleicht mit einem sehr zornigen Vater von mir aus aufgewachsen, der mich sehr verletzt hat mit seinem Zorn, mit seinen Äußerungen und Beleidigungen, die da hitzig rauskamen. Und jetzt glaube ich, ich muss das in mir unterdrücken. Also Wut, Feuer, Zorn darf nicht raus, muss da drin bleiben. Ja. Da haben wir wieder den Stau. Ja, dass das hier sitzt dann und sich selbstzerstörerisch auswirkt, ist dann völlig logisch, wenn wir es so beleuchten. Und da ist eben auch nicht der Weg, jetzt alle kreuz und quer anzubrüllen, sondern zu erlösen
was da in der Tiefe ist. Also Frieden mit der Vergangenheit machen, mit dem Vater machen, vergeben. Sich dann mal die eigenen Themen anschauen. Was macht mich denn so wütend? Worauf bin ich denn heute noch zornig? Was sind in meinem Alltag die Trigger, wo ich eigentlich losbrüllen will, aber ich unterdrücke es? Ja. Und das kann man auflösen. Das kann man alles transformieren. Und dann wird es immer geschmeidiger, man wird nicht mehr so wütend. Die Trigger sind weg, diese Knöpfchen, die man bei dir drücken kann, die sind langsam aber sicher weg und du bist einfach gelassen. Ja. Ich denke, dass noch viele Menschen mit sich selbst im Krieg sind. Mhm. Und je weniger es werden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass bestimmte Kräfte noch da draußen Kriege anzetteln können. Also, ja, innen wie außen, das gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Ne? Könnt ihr alleine machen. Wie viele Menschen sitzen derzeit vorm Fernseher und regen sich total auf über die falschen Entscheidungen von der Politik oder vom russischen oder ukrainischen oder sonst wem Präsidenten und merken gar nicht, dass sie genau die Kriegstreiber sind. Ja. Zu Hause vom Sofa aus. Ja. Weil sie den Krieg in sich haben und immer wieder ins kollektive Feld auch einspeisen. Ja. Ja. Ist jetzt vielleicht stark ausgedrückt, ja, jemanden einen Kriegstreiber zu nennen, aber in diesem energetischen Sinn einfach gemeint, wenn ich im Krieg bin, wenn ich ständig in der Wut bin, im Zorn bin, dann speise ich das ständig ein und stelle das immer wieder zur Verfügung. Und genau diese Energien wollen transformiert werden, damit wir auch kollektiv in den Frieden kommen. Es beginnt immer bei uns. Immer. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, das, was wir für uns tun, tun wir immer auch für das Ganze. Ja. Weil wir Teil des Ganzen sind. Ja. Vielen Dank, Sandra, dass du uns da mitgenommen hast. Und ja, ich glaube, dass ganz viel übertragbar auf andere Syndrome oder Symptomatiken, die uns beeinträchtigen im Leben, aber letztendlich was aufzeigen wollen. Vielen, vielen Dank, Sandra Weber. Herzensdank auch. Ja, wir haben genug gekriegt. Also lasst uns Frieden mit uns machen. Ja, Shalem, eins sein, ganz sein, Shalom, der Friede. Alles hängt miteinander. Heil, heilig, oh, whole, holy. Wunderbar, das wieder in unser Leben zu holen, uns als etwas Wunderbares zu entdecken und aufzuhören, auf uns rumzutrampeln, auf uns selber rumzutrampeln. Weil irgendwo, in alter Vorzeit es vorteilhaft schien, sich so zu sehen, aber jetzt raus aus dem Überlebensmodus in den Lebensmodus. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Spult es nochmal zurück, lasst euch inspirieren und auf ins Leben. Tschüss.